herzlich willkommen im Spray-TV-Studio in Regensburg vorm Aufeinandertreffen der beiden Teams Regensburg und Ravensburg. Und jetzt starten wir hier ins Spiel. Erstes Bulli geht an Ravensburg. Der dritten Reihe der Eisbären. Scheibe mal zum Tor. Scheibe liegt noch frei. Scharipov jetzt der Rückpass, schützt mit der Möglichkeit, aber Scharipov! Die Möglichkeit für Regensburg über Jogen auf Schütz, der auf Trivino. Abschluss ab. Da ist der Abschluss, Lücke, danke. Wieder Scharipov. Sane kriegt da wieder die Scheibe in der Mitte, da wäre Ferro gewesen. Verlust, jetzt die Kontermöglichkeit. Zanek mit dem Schuss, aber McCallum. Erste richtig gute Schuss. Dreht ab an die Blaue auf Ketterer, der mit dem Schuss gefährlich da. Sieht da Zanek. Gegenzug Ravensburg, abseits. Nein, er hat den Schuss. Noch auf der Blauen und jetzt das Tor. Sam Hör, da bin ich gespannt, ob das abseits war. Da bin ich gespannt und das will ich unbedingt sehen, liebe Regie. Vielleicht können wir da gleich mal drauf schauen. Ja, da sind wir zu spät. Da muss noch mal zurückgespult werden. Wir schauen da später noch mal genau drauf. Aber Ravensburg geht hier noch Sam Hör mit 1:0 in Führung. Natürlich denkbar ungünstiger Start, aber da haben wir gleich, das muss es doch sein. Für Regensburg, aber Gajowski am Tor vorbei und den Nachschuss, den hat Scharipov sicher. Rüber auf Gedakis, aber wieder Czarnik dazwischen. Herbert Gedakis, den gut ab Slesak. Und das ist Tor für die Eisbären. Kevin Slesak mit dem Ausgleich. Regensburg schlägt zurück. Klasse gespielt da von Gedakis auf Slesak. Hier sehen wir es nochmal. Und Andrew Schembri, der macht den Screen vor Scharipov. Der sieht nicht, wann Slesak schießt, deshalb kaum zu halten. Ja, fährt er genau den richtigen Moment durch. Hier sehen wir es nochmal besser. Der kleinste Spieler der Eisbären mit dem guten Screen. Gute Tower Stars. Trivino. Auf Jogen, auf Gedakis, jetzt Jogen! Da ist das Tor! Emru Jogen mit dem 2:1! One-Timer in den Winkel, stark gespielt! Was für ein Gedakis! Was für ein Jogen geiles und Trivino! Hier sehen wir es nochmal, schmeißt da das Spielgerät unter die Latte. Unfassbarer Schuss da wieder von Andrew Jogen. Der Schuss da von Latta. Nächster Schuss. Boah, an das Lattenkreuz, wenn ich es richtig gesehen habe. Nächster Schuss. Da bremst jetzt gerade Lichterloh. Ravensburg kommt jetzt ein bisschen besser in Fahrt. Ich glaube, unsere Regie hat das gut vorbereitet. Jetzt da mal der Rückpass. Da der Abschluss. Nochmal zurück. Also Abschluss. Nö, der war nicht drin. Ich sehe da keinen Puck im Tor. Jetzt haben wir noch bessere Kameraeinstellungen. Jetzt müsste es eindeutig. Nein, der geht ganz klar vorbei. Nach Überprüfung der Torsituation bei 2:06 bleibt die Entscheidung auf dem Eis bestehen. Kein Tor. Auf Grimm. Ja, machen Sie super die vierte Reihe da der Eisbären. Meier. Nimmt den Tor! Sandro Meier, ich glaube, da könnte Christopher Schmidt noch mal dran gewesen sein. Hat zumindest kurz so ausgeschaut. Keine Sicht für Scharipov. Schauen wir noch mal drauf. Da kriegen wir die Aufklärung. Aber er geht vorne weg, also war wahrscheinlich keiner mehr dran. Sandro Meier bekommt den Pass. Abschluss, nein, da war keiner mehr dran. Regensburg geht hier mit 3:1. Und das eine knappe Minute vor Ende des zweiten Drittels in Führung.
Wieder wichtiger Screen da von Christopher Schmidt. Scharipov sieht gar nichts und da schlägt es durch die Beine hinter ihm. Am Verteidiger Ravensburg kommt. Gute Möglichkeit. Jetzt höher an der Scheibe. Sam höher. Aber ist zur Stelle. Verliert er die Scheibe. Aber Jokic kommt ran. Trivino im Slot. Wichtiger Schläger da von Latta. Der Trivino da die Schussbahn wegnimmt. Aber Icing gegen Ravensburg. Ravensburg, McCallum! Das haben sie stark gespielt. Gut abgefangen, die Scheibe da von Ontel. Und er geht knapp am Tor vorbei. Ja, da war der Verteidiger. Ich glaube, es war Pfaffengut noch dran mit dem Schlittschuh. Aber hämmert jetzt auf Ontel. Der chippt raus und läuft durch. Grimm mit Canik. Aber es gibt kein Icing. Ausgewunken von der Linesperson. Slezak, Grimm, Slezak, Schmidt, ja. Hey, Buß ist es! Und Regensburg spielt da noch Tic-Tac-Toe, gehen da auf Nummer sicher. Und Buß mit dem Empty-Net-Tor und die Ravensburger Spieler beschweren sich da, warum das Icing abgepfiffen wurde. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er sagt, du gehst nicht schnell genug an die Scheibe, du willst das Icing haben, lauf schneller, dann kommst du auch hin. Ja, die Regensburger heute mit einer guten, starken Partie, Birdie. Ja, wirklich super Spiel der Eisbären. Ravensburg nicht so giftig und nicht so wild an der Scheibe. Und die Regensburger holen sich Spiel 5, müssen aber jetzt im nächsten Tour-3-Spiel bei den Tower Stars auch das Eis als Sieger verlassen.